Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, wie du den Bossfight gegen Tal'Ratar auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad Apokalypse besiegen kannst. Und um es dir möglichst einfach zu machen, habe ich ein Bild erstellt, mit welchem du passiv einiges an Schaden anrichten kannst und du zudem noch einiges an Schaden aushältst. Das Bild dazu zeige ich dir am Ende des Videos und mit diesen Worten geht es jetzt auch direkt mit dem Bossfight los, bei welchem du nicht zustimmst, dich von Tal'Ratar fressen zu lassen. Auf diese Weise kannst du den Bossfight auf dem schwächsten Schwierigkeitsgrad Apokalypse für dich entscheiden. Kleine Info noch zu meiner Ausrüstung. Zu einem späteren Zeitpunkt ist mir leider erst aufgefallen, dass ich die Eigenschaft Notfallbehandlung und Amplitude ausgewählt hatte. Statt den beiden gerade genannten Eigenschaften macht es mehr Sinn, sich für die Rindenhaut, den Blitzzauber oder die Fitnessfähigkeit zu entscheiden. Außerdem ist es bei diesem Bild so, dass du waffentechnisch auch gerne eine deiner Lieblingswaffen nutzen kannst. Und mit diesen Worten nähern wir uns auch schon dem Ende des Videos. Auf der rechten Seite kannst du gleich die Playlist mit allen Bossfights auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad Apokalypse und auf der linken Seite die Playlist mit den besten Waffen finden. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!